jetzt ein bisschen aufpassen. Nur deswegen. Ich war die Woche auch schon beim Arzt. Ich hasse das. Das ist really ätzend. Die ganzen Spiele heute sind voll ätzend hier. Ja, das meinte ich. Deswegen ist es ja auch die Vorbereitung auf Season 5, weil ich genau das befürchtet habe, dass das richtig töfte sonst wird. Ich habe den ganzen Mal am Ende gesetzt. Nein, ich bin kein Troll, ich bin ein fucking Streamer. Außerdem, was troll ich denn? Ich wüsste nicht, wo ich am Trollen bin. Aber okay. Ich müsste noch einmal sterben, um meine 11-11 wieder hier hinzubekommen. Aber lassen wir es einfach dabei, dass ich trolle. Ja, ja. Ihr seht das ja genauso im Stream, ne? Wie ich, dass ich am Trollen wäre. Bla, ey. Weil mich regt sowas auf, weil ich echt einfach... Ich weiß, dass ich selber ja Kacke spiele. Das braucht mir ja keiner zu sagen. Aber... Ich gebe mir hier allermeiste Mühe. Was denn, was ist... Ach, nein, ich reg mich nicht auf. 21, 22, 23. Kann ich nehme nur die Kleinen. Oh, ich wollte nur die Kleinen nehmen. Aber ich bin der Troll. Mhm. Ja. Aber ich... Ja, ja. Doch. Doch, doch. Ich sehe das nicht anders. Verloren. Vor allem diese Laser, ich finde die so kacke. Ja. Was soll das denn heißen? Die haben selber... Der Rengar, ich möchte mal anmerken, dass der Rengar ab der 5. Minute dem Zed einen zweiten Kill gegeben hat. Aber okay. Ah.
Wieso? Ich verstehe das nicht. Warum? Wieso es eigentlich so krass ist, dass einen das aufregt, dass andere Leute, die man nicht kennt, die man wirklich überhaupt nicht kennt, dass sie so über einen zu urteilen. Das ist doch sick. Ich denke mir das auch jedes Mal bei Cybermobbing. Das ist einfach krass. Ich möchte mal anmerken, ne? Ich habe den zweitmeisten Schaden an Champions angerichtet. Aber okay. Ja. Ihr könnt mich mal. Ja, da sagen auch die Birdies, die haben das verdient, sie zu reporten. Negative Attitude. Oh, warte, ich habe übrigens das 11-11 erreicht. Nee, Trollen ist da was anderes. Und soll ich dir das Schlimmste von allen sagen, Doug? Was denn? Ich spiele auch noch richtig scheiße. Ach ja, Kinders, ey. So, hoppala. Wir machen noch ein Match. Mal gucken. Ich habe meinen Darm auch noch und manchmal muss ich nachts dringend aufs Klo. Das ist Kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes wohl. Das sagen sogar die Birdies. Aber unglaublich, dass man sich da so rüber... Ich verstehe das überhaupt nicht. Wenn man sich eigentlich wirklich dahin setzen kann und sich so... Der, was darüber aufregen kann, das ist einfach blöd an sich. Ganz ehrlich. They're wasting my time. Ich habe mein Bestes getan, was ich tun konnte als Cassiopeia. Fertig. Ende der Diskussion. Jungle. Die kriegt übrigens einen Rework, die Tristana. I always take my toll. Blood or gold. ADC. So, ich bin mal ganz kurz AFK. Ich muss nämlich meine Zahnspange noch einlegen. Einlegen? Das klingt voll ekelhaft. Ich lege sie mal eben ein. Bis gleich. So. In die Deckehose. Und auf geht es. Mit, if you don't mind. Das wird jetzt ein Spiel. Das! Oh, ich hatte auch ein Bänderriss. Letztens erst. Aber warte, ich hatte 6 Bänderrisse in meinem Leben. Der eine ist dann quasi der 7., aber es ist ein chronischer. Ich weiß nicht, es ist ein Dachgeschoss, deswegen sind die Fenster so derbes hoch. Es sind halt sehr kleine, ich kann nackt in der Wohnung rumlaufen, wenn ich möchte. Nein, keine Ahnung, was das sein soll. Ist einfach Dachgeschoss und die... Wurde so, ist alt und wurde so komisch gebaut. Die Wohnung ist auch komplett schief im Prinzip. Also die Wände in der Küche und im Badezimmer, die sind nicht gerade. Gerade gefliest wurde das dann auch nicht. Also ist ganz, ganz komisch hier eigentlich. Aber irgendwie witzig. Also, ja. Bänderrisse kann ich nachvollziehen, wobei man damit noch eigentlich ziemlich gut laufen kann. Also ich konnte das bis jetzt immer sehr gut. Was... So, gegen wen muss ich jetzt spielen? Graves. Mit Graves bin ich einverstanden. Da kann, der, ja, doch. Achso, die gucken gerade alle den Bachelor. Darüber unterhalten die sich die ganze Zeit. Oh Mann, ey. Yeah.
Das wird jetzt ein Match, was wir gewinnen. Dum, dum, da. Tada! Das eine habe ich irgendwie auch nur aus Glück gewonnen, ne? Irgendwen töten. Komm, lass ihm direkt einen Penta geben. Was? Was zur Hölle? Ich habe den einen Kill gemacht. Immerhin habe ich den einen Kill bekommen. Aber der, ach du Scheiße, der hat echt einen Brutalisierer jetzt schon. Da fuck einfach. Ich hätte gern irgendwen noch getötet, also überhaupt. Es wäre so geil gewesen, wenn er einfach den Penta direkt gehabt hätte. Da fuck, ey, the bitch. Einfach so eine bekloppte Weihnachtszone hier. So. Nein, ich habe einen Creep verpasst. Egal. Oh nein. Eigentlich wollte ich genau das blocken. Was ist das denn jetzt? Das ist der Jungler von denen. Ja. Ja. Dabei habe ich mehr AD als der, aber der hat halt einen Healer dabei, ne? Und zwei Pots. Ich kann schlecht hingehen und sagen, oh. So. Hätte eigentlich den Kill bekommen von mir. Also durch meinen Tod, den Kill meine ich natürlich. Ich weiß das gar nicht. Ach, der ist auch noch abhängig. Dum, dum. I made
Haben wir immerhin den Fleisch rausgeholt. Mann, ich hatte mich schon so weit hochgehielt. Gut. Hallo. Also wirklich so, hallo. Ich weiß gerade, um ganz ehrlich zu sein, nicht genau, was hier abgeht. Man guckt sich so die Map an und ich habe das Gefühl, alle sind auf der Botlane. Ist das eine Premade oder was? Oh mein Gott, wieso haben die denn da keine Toiletten? Was ist das denn? Was ist das denn? Was zur Hölle einfach? Gute Besserung auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch ein kaputtes Fußgelenk wieder. Ich bin halt momentan auch die ganze Zeit am Stabilisieren und ich weiß genau, wie nervig das ist. Gerade wenn man dann so hoch motiviert ist, Sport zu machen wie ich, weil ich stehe ja momentan dreimal in der Woche um 6 Uhr auf und mache dann eine Stunde Sport morgens schon vor der Arbeit. War ich heute sogar noch mal im Fitnessstudio. Also ich habe heute zweimal Sport gemacht und dann habe ich noch zweimal in der Woche, wow, Handballtraining. Und das haut derbes rein. Derbes. Ich bin halt auch langsam echt müde. Weil dieser Sport, der macht halt auch super müde. Logischerweise. Aber es ist schon worth. Also er lacht sich eins ins Fäustchen. Hätte ich auch sehen kommen können. Ich guck gar nicht mal, wie der Farm ist. Ja, was soll er machen, ne? Kann jetzt wohl. Der geht durch. Das ist voll das strange Team Setup. At all. Oh mein Gott, du guckst da hin und siehst einfach nur diese eine Kuh. Ach, die wie? Hä? Rengar ist der Top-Laner, aber ist die ganze Zeit... am Ganken. Toll.
up nicely. Is that I'm ranked? Warum kommt er denn nicht? Ach so. Ja. Gut, dass Victor geht. Mein Gott, ey, wir wären drei Leute gewesen. Ich glaube, ich habe echt die... Oh! Die falsche Mentalität für das Spiel hier. Mies. Das ein Drecksspiel. Honor is the rust on a dull blade. Fein, sie hält sich genau in dem Moment. You can't take the tower. Wie kann es eigentlich sein, dass der Toplaner die ganze Zeit durch die... Geht doch, ey. Hab's doch überhaupt irgendwas umbämsen. Weggehen. Es ist keiner mehr zu sehen, die sind alle in der Mitte weg. Close one! Irgendwie macht das Spiel gerade so überhaupt keinen Spaß. Hat ja nichts mit Glück zu tun an sich, ne? Aber der ist ja so... Oh, oh fuck it! Alter... Ach, der Rengar ist... Oh Gott. Okay, wir spielen gegen einen Diamond. Der auch noch Rengar maint. Warum spielen wir gegen einen
Warte mal, ich möchte das mal eben im Loyal Nexus nachgucken. Kann doch nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Das ist ganz witzig, er postet seinen Stream dahin. So, wartet mal eben. LOL Nexus, Maskerade. Maskerade. Wie? Achso, vielleicht sollten wir auch New European West suchen. Tatsächlich, und die. Das ist überhaupt nicht dir. Such a liar, ey. Es sind alles Platin-Spieler, das Team. Es sind alles Platin-Spieler im Gegnerteam. Und Shyvana ist bei uns der Platin-Spieler. Wow. Und es ist voll unfair, weil ich einfach Gold 5 spiele. Ich meine, hallo? Ja, der war Diamond. Wenn man sich nicht in Diamond halten kann. Wenn man sich nicht in Diamant halten kann, soll man es auch nicht sagen, man war Diamond Clear Spieler. Oha. Habe ich eigentlich gesagt, dass es echt gerade keinen Spaß macht? Welcher Leute? Ach, der Stream auch, namens. Hallo! Warte, der ist deutschsprachig. Könnt ihr mir den Link einmal posten von dem? Ich will das einmal gucken. Ich möchte das einmal gucken. Da muss ich denn gegen solche. Ey. Oh, schöner Drache. Ich habe auch nicht den Eindruck, als hätte ich das erste Spiel gewonnen. Ganz ehrlich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, warum die im ersten Spiel, was wir heute gemacht haben, surrendert haben. Müde das Ganze mal eben. Ich meine, okay, ich spiele gerade eh nicht richtig, weil ich mir denke so, macht überhaupt keinen Sinn. Oh, ich habe gerade ein paar Frame am Brücke. Aber nur ein paar. Ist schon okay. Ich geh mal in die Base. Wieso hab ich den ganzen Frame am Busen? Hey. Ist doch egal. Aber ich hab mehr Zuschauer. Ja, der Stream ist voll komisch, ne? Ach so. Der Schmerz. Wie die einfach fast verreckt ist. Aber der Victor, ne? Der macht. Aber nicht an mir. It's no good. Jetzt nicht bitte. Ich flame jetzt anders. Bro, okay, wir machen das wieder aus. Oh mein Gott, einfach nur what the fuck. I cannot concentrate when I play like this. Okay, wir sind jetzt wieder voll da. Ich muss das. Ich glaube, das war echt. Oh mein! Lol. Ernsthaft, einfach nur lol.
Such a liar. Jo, wie witzig. Geil, was ist das, ne? Finde ich jetzt irgendwie lustig, dass sie den Rengar töten. Aua. Ja. Keine Ahnung, ich finde das ganz eigenartig, das Spiel. Ich hätte die Lantern grappen sollen, aber das habe ich zu spät gesehen. Wo ist eigentlich der Rengar? Dann nochmal bei dem reingucken. Lass die reden. Den kenne ich nicht. Ja, lass mal Grüße. Ohne Scheiß, es wäre so witzig. Lass einfach mal Grüße da. Hallo. Hey Isa, bekommst du über PayPal eine Nachricht? Akustisch meine ich. Oder siehst du es nur, wenn du dich einloggst? Ich sehe es eigentlich nur. Also ich habe nicht so... Oh, ich habe den Pentakill verschlafen. Was wollte ich sagen? Ich habe keinen hier Donation-Tracker, also ich kriege kein akustisches Signal, wenn mir jemand was spendet, leider. Weil das eigentlich auch vorkommt, wo ich denke so, ja, das ist worth. Die ist gut wie... Aua. Ich lasse mich auch immer von der Scheiße treffen, ne? Ich denke, jetzt hätte ich so ein Schild, das ich mal benutzen könnte, aber ich glaube, ich bin einfach fertig mit der Welt. Ich sag das jetzt einfach mal so genau. Wir lassen das so im Raum stehen. Ich habe auch das Gefühl, ich nehme aktiv an diesem Spiel nicht teil. Ist kein Scheiß, wirklich. Das ganze Spiel schon. Das ist sau eingelartig. Hat man eigentlich gesehen, dass die Vögel durch die Gegend geflogen sind? Ich sag, dass sie wie einfach ohne Skin spielen. Ich hab voll Trash erschrocken. Ja, ich will nur diesen einen verdammten Spiel. Leute, sie töten ihn einfach nicht. Der Rengar, ey. Das, ohne Scheiß, mich interessiert das gerade. Weil ich lass mal ein bisschen den Stream im Hintergrund laufen, wenn es nicht zu sehr laggt. Aber das, ich finde es einfach voll witzig gerade. Ohne Scheiß. Ich könnte die Vögel in... Mit einer Katze? Nein. Katzen sind nicht gut. Oh, das ist auch gar keine Vierer Premade. Gar nicht. So nach allen Zeichen verlesen. Oh lol. Alter, war das schlecht. Das war ja nur schlecht. Das ist ja mit der Bohne. Das geht gar nicht. Okay, mit dem mal bitte. Es ist so witzig, wie einfach in dem Stream von den Typen einfach die Leute von meinem Stream sind. Das finde ich schon ein bisschen arg ulkig.
Alter. Kakao Miau, trinken was? Oh Mann, zwei Stimmen verbringen ist ja übel. Vorne mit Ton. Da drüben ist What the fuck Sound. Boah, der Sound von dir ist aber echt bad. Was ist das für ein Scheißspiel? Es ist echt, ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, es ist sau anstrengend. Das ist einfach nur, ich mache keinen Schaden, ich komme auf keine Items, ich komme auf keinen Attack Speed. Und dieses Ranga-Vieh, es springt mich an und ich bin sofort tot. Sofort. I'm really pissed off. Schön, dass die AK-Gang jetzt nicht einfach finished. Hoffe. Hoffe, kommt da. Ja, es ist grandios das Spiel. Dieses Kackhäufchen. Der Trost ist einfach nur, bei mir gucken ja Leute zu. Als ob ich so fixiert wäre. Doch ein bisschen schon. Aber habe ich LOL Nexus noch auf? Nein, habe ich nicht. Ich will nicht sagen, es ist deprimierend, aber es ist deprimierend. So. Oh mein Gott, ich hab Geld! Und zwei Bucks. Der Fug. Es kommt ja eh so ein Ranger unsichtbar angesprungen und snackt mich weg. Es ist auch einfach, keine Ahnung, ich bin total ohnmächtig von diesem Spiel, weil ich einfach nicht weiß, was soll man denn hier machen? Die Jungs von dem anderen Stream, die wälzen dich nur so davon. Es steht 22, am Anfang gab es einen Vortrag-Gill. Damit war das Spiel eigentlich schon entschieden. Ich meine, dass ich hier den Shutdown dann trotzdem noch bekommen hatte, yeah, aber, ne? Aber damit haben die nicht gerechnet mit diesem Widerstand, aber wir haben jetzt ja eh verloren. Auf jeden Fall Action. Ich bezweifle, dass der zweite da drüben LOL spielt bei dem Sound. Leiden ohne Liebe. Sehr geiles Argument. Ein sehr, sehr geiles Argument. Kann unser Inhibitor nicht auch was wiederkommen? Das wäre vielleicht ein bisschen witzig. Ach, Dad Ranger. Ich bin so cool. Ja, ich rage vielleicht ein bisschen. Wobei ich ja eigentlich auch so bin, wenn ich gut spielen würde. Tue ich aber nicht. Ach ja. Der wäre nicht mehr der Stärkste. Oh Mann, ey. Ja. Siehst du? Ich hab wenigstens vielleicht den Skill nicht, aber die Qualität. Naja. Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen piesig. Aber das sind auch so Spiele, einfach die regen mich auf. Die regen mich auf. Ich weiß nicht wieso. Naja. Ich würde sagen, es ist jetzt 10 Uhr. Es reicht mit dem Stream. Ich habe vier Spiele gespielt. Wir haben richtig viel gewonnen. Nicht?
Aber das Anivia-Spiel war geil. Das war wirklich das Coolste eigentlich an sich. Ja, es ist wie gesagt, alles Vorbereitung. Kannst du ihnen ja schreiben, dass sie nur Glück hatten? Ich sag, Wally ist the best. Ja, nein, ich sollte eigentlich gar nicht damit rumragen. Denen sollen ja auch ihr Spaß gegönnt sein, aber es ist einfach, ich glaube, ihr könnt das verstehen. Ich bin eine schlechte Verliererin. Das ist einfach, ich bin wirklich eine schlechte Verliererin. Ich hasse das. Und gerade wenn man dann noch die Schadenfreude von anderen bemerkt, ist mein, ich, mir wird es nicht anders gehen. Deswegen, aber ich hasse das einfach. Deswegen. Naja, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder zum nächsten Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gute Besserung an die ganzen kranken Leute, die hier irgendwie mit dabei sind. Und macht's gut. Die beiden Birdies sind jetzt eh langsam auch müde. Das hört man schon daran, wie die wieder am Rumquietschen sind. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.